leben in Zeiten, in denen die Gefahr einer nuklearen Konfrontation so groß ist wie seit den Zeiten der Systemkonkurrenz nicht mehr. Es gibt ein nukleares Säbelrassel inzwischen in den USA und Nordkorea, die Gefahr eines Flächenbrandes haben kann, die ganze Menschheit und den ganzen Planeten betreffen könnte. Auch in Deutschland lagern US-amerikanische Atomwaffen. Nicht weit von Hessen entfernt, im rheinland-pfälzischen Büchel, befinden sich mindestens 20 US-amerikanische Atomraketen. Obwohl der Bundestag schon beschlossen hat, dass diese Atomwaffen wegkommen sollen aus Büchel und aus Deutschland verschwinden, ist nichts passiert. Deshalb müssen wir weiter Druck machen, deshalb auch nach Büchel, um zu sagen, wir brauchen keine Atomwaffen auf dieser Welt, wir müssen abrüsten, denn das ist das Ziel, für das wir uns als Linke engagieren.